Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eden Eternal. Wieder natürlich wie immer mit Yaricho. Ich hatte gerade, okay, stand gerade nur Haustier von Yaricho, da oben ist Yaricho. Ja, ich bin da. Wir haben letztes Mal richtig viele Quests auf einmal geschafft. Sind mittlerweile schon Level 11 in Part 4, also beziehungsweise sind in Part 3 Level 11 geworden, das ist schon echt hart. Voll übel. Aber wir rushen die auch voll durch. Ist jetzt ein bisschen scheiße, weil wir auch gesagt haben, wir lesen die Questtexte vor, aber, also beziehungsweise wir lesen die Ziele vor, aber die stehen ja auch hier unten im Quest-Dings, ist ja eigentlich scheißegal. Ja. Zum Beispiel jetzt, aber genau, es gibt einen neuen Bogen, den ich mir kaufen kann. Ich wollte noch kurz, wo, von wo, von wo, ah, hier von Barmen, ne? Der hat da noch eine Quest für uns. Zwei sogar. Ja, ich kann dir jetzt das Schwert ja leider nicht geben. Ich finde das so scheiße. Ah, vielleicht kann ich mir einfach selber eins holen. Ja, du kannst dir das Breitschwert ja einfach kaufen. Das ist ja auch. Super. Ja, es ist besser wie nix. Ja, klar, es ist besser wie nix. Außerdem ist es stärker wie dein jetziges. Ne? Nur mal so zur Info. Stimmt auch wieder. Qualententakel, brauche ich nicht, kann ich nicht verkaufen, scheiße, will er nicht haben. Nee, das will ich nicht haben. Nein! Was? Habe ich dieses heilige Jägerpanzerhemd verkauft. Oh, scheiße. Ich hab's wieder zurückgekauft. Ach stimmt, das kann man ja einfach, sehr schön. Ich guck mal kurz nach Ausrüstung. Ja, ich guck. Rede schnell, ganz schnell. Warum? Ich rede als 2, 3. Benötigt alles Level 15, wollte ich mich verarschen? Gut, dann halt nicht. Ja, stimmt. Können wir erst alles mit Level 15 machen. Naja, ist egal. YOLO. YOLO. Okay, Moment, ich wollte noch kurz mal... Ja, okay. Natürlich. Grünen Bogen? Ja, Mann. Zeigen. Oh, cool. Hol dir doch zwei Breitschwerter. Die sind viel stärker. Echt jetzt? Ja, das ist dein jetziges. Ach ja, ich bin ja schon Level 11, jetzt kann ich kann ja wieder updaten. Der wechselt das zweite Schwert nicht. Ja, nein, du musst manuell auswenden, ändern. Also so. Okay, dann mache ich das so. Zack. Kann das weg. Okay. Entschuldigung. Sehr gut. Du trinkst, ey. Hä? Ich muss den Schluck trinken. Ja, kein Ding. Dann gehen wir jetzt zu Rotstein Einsiedlerkrebs, die sind hier unten. Jo. Diese Staubwolken, die wir immer hinterlassen, ey. Das ist so geil. Ist so awesome. Awesome. Na, bist du noch was da? Was los? Ja klar, bin ich ja da. Achso, ja, das war auf einmal so still. Weißt du, was das Schönste ist? Hm? Ich kann wieder Let's Plays gucken. Ja. Krass. Also das dürfen wir nicht bringen, das ist geklaut. Ja, das stimmt. Achso, ja, wir brauchen nur noch die Buchtquallen. Bam. Shit, hey, das ist meine. Okay, fertig. Ja, läuft. Oh, hier ist ja noch was. Oha, wir haben ja noch voll viele Quests. Ja, ne? Also wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Buchtquallen besiegen. Wir müssen auch noch ein paar Sandhaufen. Ja, den ersten habe ich schon. Das ist gut, ich brauche mich dafür gar nicht bewegen. Ich guck einfach einmal um mich herum und schieß einfach. Ja. Ich stehe hier voll im Wasser, ey. Noch ein paar Buchtquallen töten. Wow. Das war knapp. Das wäre also beinahe schief gelaufen. Zusammen leveln geht einfach richtig ultra schnell, ohne Scheiß. Ja, übel, ehrlich. Vor allem dadurch, dass wir jetzt noch ein Pärchen sind, geht das noch schneller. Wir kriegen nochmal 10%. Ja. Auch wenn 10% vielleicht nicht so viel anhört, aber das ist eigentlich richtig viel. Okay, wir müssen noch nach Sternenküste Süd und nach Sternenküste Nord reisen. Ja. Machen wir das doch. Ja. Aber warte, ich will erst nach Süd, da sind wir näher. Okay, ja gut, ich bin jetzt erst nach Nord gegangen, komm dir jetzt quasi entgegen dann. Wie ist das eigentlich mit Gilden hier? Gibt es hier viele? Ich weiß es gar nicht.
Weiß ich auch nicht. Boah, ich glaube auch mal mehr wie 4 Parts kann man hier auch nicht am Stück aufnehmen, weil mir tun meine Ohren weh. Weil, wie gesagt, nur so ein 20-Euro-Headset, ne? Ja, meins ist auch nicht viel besser. Ich würde voll gerne das Rocket-Ding nehmen, aber irgendwie muss ich da erst mit den Einstellungen klarkommen. Das ist ein bisschen blöd. Okay, ich bin fertig. Ja, ich Müssen wir jetzt auch. beide bei Barmen abgeben und wir können auch mit Spence reden. Wer ist Spence? Ja, gehen wir erst zu Spence. Okay. Boah, das sieht aus. So ein zierliches Mädel mit diesen riesigen Breitschwertern da an der Hüfte. Ja, Ich habe mir bitte. überlegt, dass das. Entschuldigung. Ich habe mir überlegt, dass das eigentlich auch coole Outfits für Cosplays oder so wären. Ja, ne? Oh, Spencer hat richtig viele Quests für uns. Zwei neue. Okay, direkt mal annehmen. Und jetzt gehe ich schon mal zu Barmen, ne? Ja, ich komme dir dann gleich hinterher. Uhuhuhu. War es dunkel geworden. Schon wieder 66%. 45. Aber wir haben Ach, noch... Siege Ach nee, Quatsch, Wojtek. Quatsch, Ja, Quatsch. Ich okay. habe noch eine Quest bei dem abzugeben. Siege Okay. Wojtek und Araraptor. Also geht schon, drück dann mal auf Besiege Wojtek, ne? Ja, mache Da ich. kriegen wir dann schon mal hin, weil das eigentlich locker ist. Hä? Oh, ich kann schon wieder upgraden, ey. Ich habe jetzt übrigens auch dieses Buch von WoW, ne, wo die ganzen Klassen und so drin stehen. Ja, das ist voll gut, oder? Ja. Ich finde das total so. Aber da sind da die all die Dings noch nicht drin, die. Die Pandaren doch, klar. Richtig. Echt? Ja, bei In meinem mir. waren die nicht drin. Ja, weil bei mir ist auch Wrath of Lich King bei gewesen. Boah. Ich Scheiße. habe einmal das normale, dann halt Burning Crusade und Wrath of Lich King. Okay, jetzt zu den Araraptoren. Ah, Moment, stopp, 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 stopp. Hier Was, unten was, was? ist noch so ein Typ, der hat noch eine Quest für uns. Ach, stimmt. Da war Tschüss, ja guck mal auf der Map. Du bist jetzt kein Punkt mehr, du bist jetzt ein Herzchen. was. Oh, so süß. Guck mal, der ist ein Herzchen. Was müssen wir für den machen? Eisenhaut-Wildschwein. Ach ja, okay, gut, passt. Ja. Aber jetzt erstmal Araraptor. Araraptor, mein Gott. Ararababa. Ararara. Das Oh. Witzige ist, ich habe zwei Codes dabei. Laden Sie einen Freund zum Mitspielen ein. Mit diesem kostenlosen Probeversion-Code habe ich zweimal. Ja, stimmt, sowas habe ich auch. So ein bisschen Und dieses einmal bis sogar Level. für StarCraft. Dieses bis Level 20 spielen, ne? Genau. Aber das ist nur mittlerweile so, wenn man das runterlädt, ist das automatisch so. Ja. Aber StarCraft, ich weiß nicht, dafür habe ich mich nie so wirklich interessiert. Ja, ich mich auch nicht. Aber ich habe mir vorhin nochmal diese ganzen, wir haben ja diese ganzen Cinematic-Trailer runtergeladen und hier die das Video von Grom und Thrall und krieg ich mal Pipi in die Augen, wenn ich das sehe. Oha, mein Hund, der hat so blaues, so rotes Blubberzeug. Was für rotes Blubberzeug. Ja, um sich Oh. herum roten Staub. Holy, was ist das? Ja, das ist ein Skill von dem. Also das ist halt so ein Buff für den. Ja, Okay, lol. wir sind fertig. Bin fertig, ja. Eisenhaut-Wildschweine, los. Kleiner Moment. Ja. Ey, da müssen wir mal zusammen WoW zocken, man. Ja, Muss ich klar. jetzt mal zusehen, dass ich diese komischen Gaming-Cards da bekomme. Eigentlich könnte ich auch mein Abo einfach wieder aktivieren, aber nee. Ich finde das immer blöd, wenn ich dann irgendwie für, weiß ich nicht, die 4 Tage, die ich im Monat zocken kann, dann immer 13 Euro bezahlen muss. Ja gut, ich würde halt wesentlich mehr spielen, ne? Vor allem Ja, mit Sicherheit. März wird bei mir richtig krass, März habe ich Urlaub, ey. Und da will ich auf jeden Fall WoW haben. Ja, ich habe, was bei mir richtig übel ist, am 28. Februar kommt ja Thief raus, ne? Ja. Und ich habe erfahren, dass ich vom 27. Februar bis 4. März Urlaub habe. Weißt du, da kam einfach so vom 27. dann habe ich dann Urlaub, am 28. kommt das Spiel raus und dann werde ich das sowas von totsuchten, die Tage. Sammle
Stahlstoßzahn von Stahlzahnwildschwein. Wo ist denn Stahlzahnwildschwein? Wir müssen das anlocken mit diesem Fleischding. Ach so. Ja, lock du das an und ich baller aus der Entfernung drauf. Ja. Boah, Alter, ein Skill und... Junge, das war krass. Was war das denn? Ich hab's Alter, kaum geschworen, da war's schon das war wieder noch weg. nicht mal da, da war's schon tot, ey. Krass. Okay, zu wem gehen wir zuerst? Ja, ich habe jetzt erst hier Nasser angeklickt. Ja, okay. Ich installiere gleich erstmal WoW und Wrath of Lich King. Und dann kann ich das wenigstens richtig spielen erstmal, ey. Yeah. Ja, dieser Verkäufer da im Saturn, wo ich mein Headset geholt habe, ne? Hat uns ja erstmal so gefragt, von wegen, was zockt ihr denn so? Und der war ja der Meinung, dass nach, wie heißt es? Mit Illidan an, wie heißt das nochmal? Burning Crusade. The Burning Crusade, genau. Dass alles, was danach kam, irgendwie scheiße wäre. Also bis dahin wäre WoW gut gewesen und alles andere wäre scheiße. Nee, finde ich jetzt, das ist jetzt übel geil. Jetzt war, es kommt jetzt Neues raus, ne? Neues Add-on. Und da kann man dann in die Welt, also die Draenei kommen ja nicht aus der Welt da, ne? Die kommen ja von einem anderen Planeten Ja. und sind ja sozusagen da abgestürzt. Und man kann dann in die Welt von den Draenei. Cool. Also diese auf diesen Planeten kann man drauf, das ist richtig geil. Aber was ist das denn für ein Mist, ey? Stoffrüstung und schwere Rüstung und ich kann beides nicht Naja, gebrauchen. bei mir auch so, ich kann beides nicht tragen. Ey, ist das für ein Ich habe Arsch. etwas gekauft, was mehr Geld gibt. Okay. Adlerschwarm Gang. Mit Fehfassen müssen wir quatschen. Ach, Ich finde Fehfassen den. ist in, ey, der hat schon wieder eine Quest für mich. Der ist in Aven irgendwie so, dann. Ja, wir müssen Reise nach geplünderter Wohnwagen und sprich mit Julian, das machen wir jetzt. Sprich mit wem? Mit Julian. Der ist hier hinten. Wer ist Julian? Warte, ich habe die Quest überhaupt nicht. Was ist das? Ja, die musst du annehmen, die hat er gleich. Ach so. Ah, okay. Ach, ich bin übrigens Level 12. Ich bekomme das schon gar nicht mit, ey. Ach so, Tatsache, ich bin auch Level 12. Hey. Oh, kann ich ja schon wieder upgraden. Mein Gott, ich komme mit dem Upgrade nicht hinterher. Ja, ich auch nicht. Warum kann ich die anderen noch nicht, die Klassenfertigkeiten noch nicht upgraden? Ach ja, weil ich jetzt noch im Level 11 bin damit. Naja, weil du noch Klassen Ja, genau, badass. guten Morgen. Muss jetzt, wenn du jetzt einen Gegner killst, dann steigt das auch auf. Ich könnte auch eigentlich Priester oder Jäger machen. Nein. Also wenn man jetzt wechselt, ist man mit der anderen Klasse natürlich wieder auf Null. Das ist dann irgendwie blöd. Und wieder zurück zu Abel. Nein, ich bin noch nicht bei den geplünderten Wohnwagen gewesen. So, jetzt kann ich zu ihm zurück. Also eigentlich glaube ich, ist das Ganze noch mit einer Story verbunden hier. Und wenn man sich die Die Quests haben wir ja alle am Anfang durchlesen würde, vorgelesen. ja, wenn man sich die Quests alle durchlesen würde, würde man der Story auch irgendwie folgen können. Aber Ja, ich aber glaube, wir das könnten Let's Play das wäre jetzt. fünfmal so lang, wenn wir jetzt alle Quests vorlesen würden. Was ist G-Heilung und P-Heilung? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß auch jetzt irgendeins. Geistige Heilung und physische Heilung? Ich weiß es nicht. Nehmen wir das. Ach, bevor wir. Sollen wir eben nach Arwen? Manchmal, wie lange haben wir überhaupt noch? Weiß ich nicht. Noch 6 Minuten noch. Ja, komm, gehen wir eben nach Arwen. Ja, okay. Zeigen wir dir nochmal die Hauptstadt hier. Also da Jo. einfach dann. Risen. Horizon. 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 Horizons. Okay, Okay. dann klicken wir einfach auf Suche Fefas und dann rennt er dahin. Zu Fefas. Ah, das ist doch der Haupt, Fritze hier, oder? Der Ja. Der oben. Hauptmann. Oh, hier sieht. Oh, hier ruckelt das sogar ein bisschen bei mir. Oh mein Gott, ich habe nur noch 30 FPS. Echt jetzt? Das ruckelt nicht mal bei mir. Na gut, Ja, das ist nur so ein bisschen. ich hab ganz niedrig in die Grafik. Ja, ich habe auf höchste gestellt, wo geht. Eigentlich bei jedem Spiel, das ich zocke. Okay, das Du war's. kannst es ja auch. Weiß, was ich mache, wenn ich heimlich nochmal zu dir komme. Nämlich meine Grafikkarte mit, bau die bei dir ein und mal bau deine Ja, aus und bau die dann bei nee. mir ein. Ja, Nix da. du kannst nichts machen, du weißt nicht mehr, wo die sitzt. Das ist mir scheißegal. Ich werde dich unter Beobachtung halten, mein Freund. Ich werde hier überall Kameras installieren. Ja, du wirst es ja merken, wenn dein PC nicht mehr die Leistung bringt, die er sonst bringt. Außerdem.
Ja, du musst jetzt hier mit ein paar Leuten quatschen, Ach Botengangsquest. so, richtig. Ich bin jetzt gerade einfach mal hinterhergerannt. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass ich die Quests machen muss. Boah, wie viele Verkäufer es hier einfach gibt, ne? Ja. Schnurr. Sprich mit Schnurr. Und hier hat mir der Typ den Dolch gegeben. Nach der Aufnahme wechsle ich kurz Kara und dann zeige ich dir das mal. Das ist richtig heftig, Ja, ey. okay. Aber den Dolch bekommst du nicht. Ja, Das war nur einer, aber Alter, der ist richtig geil. das glaube ich. Und ein Degen halt, ne? Den könnte ich eventuell geben, aber dafür müsstest du halt, Alter, wie der aussieht. Wer? Ja, der Typ, der hier steht. Kleinen Moment, ich bin gleich da. Junge! Was? Oh. Die Quest, die nächste, gibt 67.000 EP. Ist nicht wahr. Erreiche Level 16, ja gut. Das könnte noch ein bisschen dauern. Warte mal kurz. Ach ja, wir müssen nach Regenbogenkatarakt. Ja, und halt Level 16 erreichen. Ja, sollen wir jetzt hier die Quests annehmen eben? Ich habe die gerade angenommen. Also die eine. Ja, sprich mit Marktstandmanager und Conan. Ja. Wie lange haben wir noch? Dein Vieh ist gerade an der Wand hängen geblieben und hat voll die spastischen Bewegungen gemacht. Noch 2 Minuten. Ja, okay, passt. Passt, kann man noch ein bisschen questen. Ja. Ich finde die Hauptstadt eigentlich ganz schön. Ja, ist auch ganz schön eigentlich. Vor allem so groß. Ja, wie gesagt, bei mir die Grafik wird halt noch besser. Ich werde mir noch eventuell diesen, aber auf jeden Fall spätestens nächsten Monat eine neue Grafikkarte kaufen und dann ändert sich das alles ein bisschen. Wuhu. Zwar nicht ganz so gut wie bei Yari Odan, aber immerhin reicht das. Ja, aber das hängt ja auch ein bisschen vom Spiel ab, wie die Grafik jetzt ist, ne? Also ich bin, Ne, ich ich meine, meine, ja gut. so ein bisschen verpixelt ist das ja hier immer, ne? Oh, Die ewigen ewige Mächte. Wächter spüren, wie das Schicksal der Welt auf ihren Schultern lastete. Ihr Pflicht- und Ehrgefühl war Unglaublich stark. augenblicklich unglaublich stark. Jeden Tag wurden sie an ihren Verantwortungen gegenüber den Bewohnern von Eden Eternal erinnert. Nice. Bastos Leguan. Sprich mit Gordon. Gordon ist drüben, in, wo wir Sofort gerade herkommen. geworden. Ja, Sehr, okay, was? dann würde ich sagen, beenden, oder? Weil jetzt ist es schwach, jetzt noch da zurückzurennen. Ja, klar, dann. Okay, dann einmal hinhocken. Kleinen Vögelchen Moment, setzen. ich muss das mal irgendwie hier reinpacken. So, da. Meine Füße hängen in der Bordsteinkante. Kleinen Moment. Na, meine nicht. Okay, dann würde ich noch mal sagen, war es das mit diesem Part? Ich würde mal sagen, aua. Das war die erste Aufnahmesession. Richtig. Wenn es Und gefallen hat, dann vergesst das Bewerten nicht. genau, bewerten und abonnieren. Das wäre super cool. Und Abonnieren vor allem, ja. Ich packe deinen Link mal, also deinen Kanal-Link packe ich unten in die Beschreibung bei mir rein. Also auch mal bei Ramon alias Xeltaras vorbeigucken, ne? Nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das schon in der Aufnahme erwähnt hatte oder ob ich das jetzt vorhin anders gesagt habe. Auf jeden Fall, ich versuche halt also fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag was hochzuladen. Ob es jetzt was anderes ist, ich weiß halt nicht, ob ich immer mit dir jetzt schaffe, was aufzunehmen. Vielleicht mache ich auch Singleplayer irgendwas oder so, wo ich das wirklich Ja, wäre ja nicht ausführlich dann schlecht. mal mache, wo ich mir richtig dann Zeit für nehme und nicht durchrushe. Oder vielleicht auch ein anderes Spiel. Wer weiß, ne? Mal gucken. Okay, dann durch mein Gequatsche haben wir jetzt auch die 3 Minuten totgeschlagen. Passt. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Jo. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.